Heute möchte ich ein weiteres Hörbuch von mir vorstellen mit dem Titel Erfolgreich als Künstler. Ich habe dieses Thema vor einiger Zeit für ein Seminar verarbeitet und so ist die Idee entstanden, jetzt ein Hörbuch dazu aufzuzeichnen. Ich habe selber darauf gesprochen und es geht darum, ob das überhaupt möglich ist, heute als Künstler sein eigenes Lebensunterhalt zu verdienen. Mit sehr vielen Tipps und Ratschlägen. Hier ein Ausschnitt davon. Die verschiedenen Modelle des Künstlerdaseins. Der Klassiker, Bilderverkauf. Vom Bilderverkauf zu leben ist das meistverbreitete Lebensmodell unter den Künstlern. Und wenn ich mir das Urteil erlauben darf, auch das Schwierigste. Wir erschaffen ein Produkt, ein Unikat und wollen es verkaufen. So stellt sich die Frage, was malen? Heute, wo es keine eindeutigen Stilrichtungen mehr gibt, alles erlaubt zu sein scheint, was um Himmels Willen sollte heute ein Künstler malen? Nach meinen Beobachtungen sind heutzutage zwei Ausprägungsformen der Malerei am meisten verbreitet. Kritische, auf Sensation zielende Bilder, sie sind heftig, aber perfekt gemalt. Diese mögen die Sammler und Kritiker. Wenn du Glück hast, wirst du von denen erwählt und hochgepusht. Dann hast du es geschafft. Dann kannst du auch Müll malen und deine Bilder werden trotzdem als große Kunst verkauft. Dann wollen alle deine Bilder, aber nicht um sie zu genießen oder weil sie deine Kunst mögen. Nein, sie wollen in deinen Namen investieren. Um Kunst geht es da nicht. Doch normale Menschen würden deine Bilder niemals aufhängen. Also einen solchen Status erreichen nur ganz wenige Künstler. Ist wie ein Sechser im Lotto. Also für die Mehrheit unrealistisch. Bilder, die gemalt werden von den Normalos, zu denen auch die meisten Künstler gehören. Diese Variante ist für uns interessant. Das ist natürlich alles sehr individuell, aber wenn du Bilder verkaufen möchtest, solltest du auf jeden Fall positiv gestimmte Bilder malen. Bilder voller Leben und Kraft. Gleichzeitig sollte die Bildaussage auch neutral sein, nicht wehtun. Der moderne Mensch, und das ist derjenige, der deine Bilder kauft, ist sehr komplex und vollgestopft mit Informationen. Er möchte keine problemgeladene Kunst bei sich zu Hause haben. Ja, das Hörbuch kannst du direkt bei mir bestellen. Hier unten ist ja ein Link. Wenn du auf diesen Link klickst, dann geht alles seinen Gang. Ich wünsche dir viel Spaß.